Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat mit Dirk Hilger und natürlich dem Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir machen mit dem Risikohinweis weiter. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, ersetzt keine Anlageberatung und bitte auch nicht als Handelsempfehlung verstehen. Sehr wichtig, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ich lasse das noch ein bisschen stehen. Bitte durchlesen und auch wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, können Sie gerne kurz pausieren. Und Sie haben die Möglichkeit, in dem Panel rechts die Chat-Funktion zu nutzen. Sie können also sehr gerne Fragen stellen, wenn Sie entsprechend weitere Informationen zu den Ausführungen haben möchten. Der Dirk kann Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch die Fragen sehen oder das Chatfenster. Deswegen sollte das alles möglich sein. Ja, dann offiziell nochmal wunderschönen guten Morgen, Dirk. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite, etwas verpennt aus Köln. Nein, nicht wirklich. So, freue mich natürlich auch, dass wir heute hier wieder zusammenkommen zum Live-Trading beziehungsweise zum Webinar. Ob das Live-Trading wird, das werden wir gleich mal sehen. Das letzte ist jetzt noch nicht so lange her, das war ja tatsächlich gerade erst am vergangenen Freitag. So, mein Bildschirm müsste da sein, ne? Ja, okay, das passt alles soweit. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir heute mit dem Markt tatsächlich überhaupt was anfangen können. Also, weil ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie halt die letzten Tage sich so mit dem DAX ein bisschen befasst hat oder auch mit dem Dow, wobei der Dow war jetzt nicht ganz so tragisch gestern, aber der kann sich wahrscheinlich schon denken, was heute hier kommt, nämlich halt möglicherweise tatsächlich nichts, ja. Und ich zeige das mal kurz an dem Markt selber, weil das Problem ist halt hier einfach, das ist unübersehbar, ohne jegliche Hilfsmittel, wir haben keine Volatilität, wir klemmen hier immer noch im Donnerstag drin, also in der Tageskerze vom Donnerstag, ich mache mal hier erstmal den Tageschart erstmal auf und womit man es halt ein bisschen besser sieht, ja, also hier, ich mache es ein bisschen größer. Das war der Donnerstag. Doji, ja, im Tageschart. Und mehr halt nicht. Und da schleichen wir in dieser Kerze rum, warum auch immer. Aber es ist ja so ein bisschen, wie ich halt ja auch schon gesagt habe und vermutet habe, dass halt der DAX, wenn der irgendwie so in der Nähe von der Tausender-Marke kommt, und dann verfällt er ganz gern mal irgendwie in den Gammelmodus, so habe ich es ja halt genannt. Das heißt, dann wochenlang mitunter hängt er dann irgendwo in einer kleinen Range und kommt nicht drüber und kommt nicht runter. Und das ist halt immer leider Gottes sehr nervig. Der Dow macht das da ein bisschen anders. Wenn da eine Tausender-Marke kommt, dann rennt er erstmal 200 Punkte drüber und dann nochmal 200 runter. Und damit kann man halt wesentlich mehr anfangen. Aber auch der hängt momentan eher so ein bisschen im Nichts. Und das hier ist das Problem, was wir jetzt einfach haben. Und da sieht man halt auch, wir hatten gestern eine Range, ja, das war halt wirklich unterirdisch. Und am Freitag ja auch. Also das ist dann halt irgendwie alles gewesen. Und das kann man nicht wirklich guten Gewissens handeln. Und ich befürchte so ein bisschen, dass wir das heute genauso fortsetzen. Ich weiß es natürlich nicht, aber das Problem ist natürlich, wenn man sich dann halt irgendwo positioniert, egal jetzt ob long oder short, dann, wenn man da nicht sofort den richtigen Entry gefunden hat und dann mitunter hat man dann das Problem, dass man dann bis Ende des Tages dann halt irgendwie da in so einer Position drin hängt, mit die vielleicht nur sich 10 Punkte bewegt, weil so war es ja gestern. Er ist ja teilweise gestern in der Range von nur 5 Punkten stundenlang hin und her gelaufen und das halte ich halt leider für nicht handelbar. Und ich glaube, da ist auch nicht wirklich jemand anderer Meinung. Gut, ich meine, wenn man Swing Trading macht, ja, und hat da irgendwie wochenlang Zeit dazu zu gucken, dann ist es natürlich egal. Aber im Daytrading ist das natürlich absolut tödlich, sowas. Und nichtsdestotrotz, ich versuche mal hier das Ganze ein bisschen auseinanderzunehmen, gehe auch nochmal auf die Struktur ein, die wir da hatten, beziehungsweise die ich auch am Freitag schon erklärt habe, also für diejenigen, die jetzt Freitag nicht dabei waren. Und da hatte ich halt auch einen Trigger genannt, wo ich sagte, vorher würde ich da nicht short gehen.
weil es wahrscheinlich nichts bringt. Und dieser Trigger ist zwar jetzt erfüllt, aber ich erkläre das jetzt erstmal kurz. Also wir hatten halt hier in dem Bereich, ich habe jetzt hier zwar keine Linien eingezeichnet, da war halt irgendwo, ich mache das nur gerade mal einmal die 11.353, damit wir sie einfach mal hier drin haben. 353. Und damit man mal erkennt, was da passiert ist, die hatte ich halt lange im Fokus und es hat ewig gedauert, bis die gekommen ist. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo habe ich die denn hingetan? Das war wohl irgendwie nichts. Moment. Also 11, 3, 5, 3. So. So, die hatte ich lange im Fokus, aber halt hatte auch schon zu lange gebraucht, um die zu erreichen und nämlich als Dip ursprünglich gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass die noch wirklich hält, hat auch dann irgendwie ein paar Tage gedauert da an der Stelle und wurde aber zurückgekauft. Und was wir halt wirklich hatten, ich bin hier im 4-Stunden-Chart ja unterwegs. Die, seit der Kerze, mit der diese 11.353 wieder zurückgekauft worden ist, seit der 4-Stunden-Kerze, wurde keine einzige, also keine einzige 4-Stunden-Außenstab unterschritten mehr. Das heißt, ab hier hatten wir eine klare Struktur, auch wenn die hier nicht klar aussieht, aber es ist schon so, wenn man es jetzt mal genauer anguckt, das sind alles Innenstäbe und es wurde kein einziger Außenstab, der nach oben gelaufen ist, unterboten. Absolut gar keiner. Auch hier oben, wo es irgendwie anders aussieht, auch nicht. Und das heißt, diese Struktur, da hatten wir bei 11.955, das war auch mein Trigger, da hatten wir die letzte 4-Stunden-Kerze, den letzten H4-Außenstab. Und deswegen habe ich auch gesagt, bevor die nicht raus ist, im Schlusskurs, und zwar auch ein bisschen deutlicher als irgendwie nur 5, 6 Punkte, und da macht es überhaupt gar keinen Sinn, da halt irgendwie auf Short zu setzen, weil das ist die einzige für mich erkennbare Struktur nach, wenn man halt da am Price-Action-Ansatz rangeht. Und solange die erhalten ist, muss ich davon ausgehen, dass da halt irgendwer dahinter steckt, der genau in diesem Rhythmus da halt irgendwie den Markt nach oben begleitet, befeuert, wie auch immer. Und die Struktur, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir das am Freitag zu den NFPs auch schon erledigt kriegen, aber nicht mal da ist es halt passiert. Da hat er einfach nur weiter oben geklemmt in der letzten, im letzten H4-Außenstab. Und erst gestern Morgen, und das auch nur halt hier um zu wenige Punkte, wurde die zum ersten Mal unterschritten. Also es hat hier genau an der Stelle halt passiert, aber dann, das war halt zu wenig. Und das hatte ich auch vorher gesagt, das muss mehr sein und nicht irgendwie nur so ein paar Punkte. Wurde dann prompt wieder zurückgekauft und worin ist es geendet? Natürlich entsprechend hier in nur seitwärts und auf der Stelle tingeln und dann rund um die 955. Und jetzt über Nacht haben wir hier so einen kleinen Backtest gehabt und jetzt zum ersten Mal halt die Bewegung nach unten. So, aber mehr ist jetzt hier auch noch nicht passiert. Er steht hier auf dem letzten Support, auch aus dem 4-Stunden-Chart. Hier unten in dem Bereich sieht man, er ist ein bisschen unterboten worden, aber fast nichts. Und nur gerade so irgendwie so ein paar Punkte. Und das kann man nicht mal als Phishing bezeichnen, sondern es ist eigentlich okay, ja, wenn hier mal irgendwie 2 Punkte drunter geht. Mehr ist halt nicht passiert. Und jetzt bleibt halt hier einfach die Frage, was kommt als nächstes? Weil es ist, finde ich, unfassbar schwer, hier halt irgendwo eine Prognose zu treffen, weil ich weiß natürlich nicht, ob das hier hält. Ja, man sieht ja, wir sind zwar jetzt nur im Future hier erstmal unterwegs, also beziehungsweise im reinen Future-Handel. Es wird sofort wieder versucht, das halt aufrecht zu erhalten. Und plausibel wäre jetzt natürlich schon wieder, wenn wir wieder zur 955 laufen, da wäre es aber dann halt wiederum wichtig, wenn das wirklich halt hier als gebrochen gelten soll, dass wir dort zügig abprallen und dann hier ein neues Tief machen. Und alles andere, das wäre halt dann halt die nächste vorprogrammierte Katastrophe. Leider Gottes für heute. Und weil er darf hier nicht mehr drüber schließen, sonst kriegen wir wirklich das gleiche Problem wie die ganze Zeit. Die 11.902, das ist für bei mir halt jetzt auch eigentlich nur so eine Hilfslinie und da fehlt auch noch so ein bisschen Bestätigung vom Markt, dass die überhaupt existiert. Die habe ich halt auch gestern schon im Fokus gehabt. Die hat er heute jetzt auch nochmal irgendwie knapp verfehlt, aber das wäre zumindest mal das, wo ich sagen würde, okay, da lasse ich mich drauf ein, wenn wir hier nochmal knapp unter die 955 laufen, dort halt mal einen Short-Versuch zu starten und mal zu gucken, ob wir da bis da unten hin dann halt durchkommen. Dann kann man sich angucken, bricht das hier dieses letzte Support-Level und wir laufen nochmal zu 11.840, wo natürlich halt der Ausbruch eigentlich erst massiv wurde in Richtung 12.000 und oder stranden wir hier schon wieder seitwärts. Und alles andere halte ich irgendwie nicht wirklich für
eine gute Idee. Wir hatten ja das letzte Mal auch gesagt, dass wir uns natürlich auch mal den DAU halt irgendwie hier vornehmen könnten für die Zeit. Aber der macht momentan leider gerade auch nicht viel anderes. Also beziehungsweise der ist gestern sehr, sehr sauber gelaufen. Das muss man allerdings auch sagen. Und bei mir gab es ja auch irgendwie nur zwei Linien und die hat er exakt oben und unten. Das heißt, eigentlich sehr gut die Tagesrange sehr gut eingegrenzt. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, weil den jetzt hier um 9 Uhr, da sehe ich momentan nichts. Von daher behalten wir jetzt erstmal hier den DAX hier erstmal im Auge. Was man halt hier auch sieht, ich hoffe, das stimmt hier, das ist das Value Area Low von gestern. Das liegt hier auch recht gut an der 955. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und wir haben halt hier von gestern die letzten Supports, wobei die natürlich jetzt nicht gut einzugrenzen sind. Das heißt, ich kann hier jetzt irgendwie nicht eine Linie ziehen, wo ich auf irgendwie den Punkt genau da halt hinkomme. Aber nichtsdestotrotz, hier sieht man es ein bisschen besser. 951, ja, da ist er halt drauf rumgetingelt, da oben. Und dann nochmal von unten und dann nicht mehr hochgekommen. So, und das heißt, hier hatten wir die letzten Supports, also haben wir hier entsprechend in dem Bereich von 940 bis 955, da haben wir halt eigentlich schon ein ordentliches oder ein potenzielles Cluster. Ordentlich, ob es ordentlich ist, werden wir halt sehen, aber ein potenzielles Cluster, was entsprechend halt auch reagieren sollte. Problem ist jetzt, was man hier sieht, direkt darüber ist halt nochmal ein Pivot, also irgendwie gerade 3 Punkte drüber und dann auch leider noch der Point of Control von gestern. Das heißt, das macht das Ganze hier sehr, sehr ungenau insgesamt. Und bei dem Volumen, was da jetzt auch im Markt ist, nämlich letzten Endes nichts. Und da ist es natürlich ein leichtes, da halt eben auch mal 10, 15 Punkte durchzulaufen und dann sich da oben erstmal halt irgendwo festzufressen. Und dann wieder Stunden zu verharren. Das ist so, leider Gottes halt so ein bisschen die Gefahr hier dabei, was es jetzt nicht wirklich einfach macht, hier vernünftig an den Markt ranzugehen. Ich habe hier unten auch noch die Order liegen, die halt eben für die 902. Das wäre denkbar. Wir wären hier auch, haben hier auch einen Support beziehungsweise ein Pivot und den Support von eben. Ich habe mir hier gezeigt im 4-Stunden-Chart. Das wäre so ein bisschen drunter. Das könnte natürlich so ein bisschen als Phishing würde das durchgehen, aber auch noch als Unschärfe. Wäre eine Möglichkeit, muss aber auch schnell gehen und kann eigentlich nur im Peak funktionieren. Das heißt, also wenn wir da hinlaufen sollten zur Eröffnung und darf es wirklich halt nur so eine schnelle Lunte da in der Minutenkerze oder im 5 Minuten Bild halt sein, damit das funktioniert. Das darf nicht ewig da unten halt rummachen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich hier vielleicht auch noch machen würde. Und also, wie man sieht, ich versuche es halt möglichst oben und unten halt abzufangen und jetzt nicht irgendwie hier mittendrin, weil jetzt von hier raus die nächste Bewegung vorherzusagen oder halt irgendwie plausibel einzuschätzen, gelingt mir halt, also zumindest mal nach meinem Ansatz, in der Form jetzt halt wirklich nicht. Und deswegen halt dann eher hier der Versuch, entweder ganz unten oder ganz oben reinzukommen. Und alles andere macht mit der Vola leider auch, wie habe ich ja gerade auch schon gesagt, tatsächlich wenig Sinn. Also gestern, da war es ja das gleiche in Grün, wer da halt nicht irgendwie sofort mit der ersten 15-Minuten-Kerze da richtig im Markt drin war, der hat ja dann nachher auch nicht mehr viel Spaß gehabt, mit dem DAX und musste sich dann halt wirklich dann auch stundenlang dann halt rumquälen. Also mir ist es gestern glücklicherweise gelungen, wobei das Wort Glück tatsächlich da auch schon richtig angebracht ist, weil man weiß ja natürlich nicht vorher, dass halt der Markt dann tatsächlich so auf der Stelle steht, wie er es gestern gemacht hat. Und Glück ist halt immer so ein bisschen schlechter Wegbegleiter beim Trading. Meine Devise ist eigentlich immer eher, ich brauche nicht unbedingt das Glück, aber Pech brauche ich jetzt halt auch nicht unbedingt. Und Pech ist natürlich, wenn man einen guten Einstieg hat, zum Beispiel, und der Markt sich dann einfach nicht mehr bewegt. Und das braucht natürlich auch keiner. So, wir haben noch irgendwie ein paar Sekunden und dann werden wir gleich mal sehen, wie das Ganze jetzt hier losgeht, ob direkt wieder losgekauft wird oder ob wir tatsächlich erstmal kurz Schwung holen. Nett ist natürlich hier auch, wenn er das hier unten anfangen würde, dann wären wir halt erstmal unterhalb der Value Area von heute. Und das heißt, es wäre erstmal vergleichsweise billig. Und von daher
Da ja die Bullen hier die ganze Zeit auch am Start sind und den Markt da halt oben halten, besteht dann natürlich schon die Chance, dass wir dann halt dann irgendwo den Effekt haben nach dem Motto, ja, so günstig war es schon lange nicht mehr und erstmal kaufen und mal gucken, ob da noch was hält. Und wie gesagt, deckt sich natürlich hier halt auch mit dem Support. Und trotzdem darf man natürlich nicht allzu lange dran festhalten, weil nämlich das andere Ding ist, wir haben halt bei solchen Anstiegen, wie wir sie halt hier haben, ich zeige das nochmal hier oben im 4-Stunden-Chart, hier halt irgendwo einen Support zu suchen, das ist halt nahezu unmöglich. Da kommen wir tatsächlich, hat auch hier gerade der Waldemar geschrieben, im Bereich um die 700. Das ist absolut richtig, weil wir haben hier zwischen nichts. Wir haben hier einfach nur eine Geschichte, die nach oben läuft und dazwischen ist einfach gar nichts. Und wenn man aber halt einen Support sucht, also zumindest mal halt, wenn man das so macht, wie ich das halt mache, dann suche ich mir ja irgendwo ein Kauflevel. Das heißt, generell ist ja mein Ansatz immer der von der Paritätsumkehr. Das heißt also, irgendwo ein Widerstand war, der gekauft wurde und der nicht getestet wurde, der hat immer die höchsten Chancen, dass es nochmal funktioniert. Und da haben wir das letzte kleine bisschen hier unten im Bereich von der 700, was man überhaupt auch nur annähernd als Cluster bezeichnen könnte. Ja, da hat es mal ein bisschen irgendwie gestockt. Hier ein bisschen runter, da wieder hoch, dann wieder runter und dann zum Schluss gekauft, bäm, durch. Und das heißt, da, das wäre halt irgendwie noch so ein Punkt, der halt noch Sinn macht. Und da sind wir halt wirklich dann hier im Bereich von der 700, also hier 700, ja, so um den Dreh rum, wenn man hier mal den letzten Peak da halt nimmt. Und das ist halt genau das Ding. Das heißt, auch wenn jetzt hier die Bullen irgendwie die ganze Zeit den Markt da oben gehalten haben, da ist sonst eigentlich nichts, ja. Und das hier ist halt eigentlich irgendwie auch nicht wirklich was. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wenn man sowas macht, dann muss es wirklich schnell gehen. Sonst hat das überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man hier erstmal anfängt, sich zu etablieren in dem Bereich, und dann ist der auch ruckzuck hier die nächste Kerze einmal ganz runter und da hier auch wiederum nichts ist, stehen wir natürlich auch ganz schnell nochmal 140 Punkte tiefer. Das ist jetzt natürlich im DAX klingt das jetzt ja fast schon fantastisch, wenn man von 140 Punkten halt redet. Aber ich meine, der Markt ist ja auch nicht immer so. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch, finde ich, immer ganz gefährlich, wenn man dann halt sagt, oh, ich gehe auf Range und irgendwie, man kann ja die Positionsgröße dann auch erhöhen, weil der läuft ja eh nur 5 Punkte. Es wird aber der Moment kommen, wo genau das Verhalten aufhört und dann klatscht einem das Ding halt sowas von um die Ohren. Und damit muss man halt einfach immer rechnen und muss sich da wirklich auch zurückhalten, wenn man dann halt nicht gehörig da auf die Nase fallen will. Also das kann ich halt wirklich nur jedem an die Hand geben. Auch wenn das manchmal so ist, leicht erscheint, das geht halt ganz schnell eben halt auch in die andere Richtung weiter. So, muss ich ja zwischendurch mal was trinken, irgendwie ganz trockenen Hals. So, passiert jetzt erstmal nichts. Ich schwenke mal kurz rüber auf den DAU. Also mal gucken. Ich lasse die jetzt hier unten mal drin. Ich habe noch ein anderes Bild auf im DAX. Das heißt, ich werde es jetzt nicht verpassen, wenn die halt hier runterkommen sollte. Beziehungsweise wenn er hier runterkommen sollte und mich abholt. Ich lasse die jetzt erstmal hier unten erstmal nur mit einem Stop von 10 und auch jetzt erstmal nicht die ganze Positionsgröße. Versuche es wert. Hier oben sollte ich natürlich auch eine hinlegen. An die 955 machen wir es dann aber am besten ganz genau. Aber ich habe da wirklich, trotz dass hier jetzt wirklich alles möglich zusammenkommt, also wir haben hier einmal den R2, hier drüber im Pivot, die Value Area von gestern. Aber das andere Problem ist, irgendwie haben wir hier den Kassaschluss, der liegt auch hier. Und ein Gap Close von unten ist nicht unbedingt bärisch zu werten. Aber ich lasse ihn jetzt mal hier oben und trotz allem. Und werden wir mal angucken, ob das funktioniert oder nicht, beziehungsweise nicht ganz genau dran, sondern so ein paar Punkte tiefer, weil ich die nicht unbedingt nochmal ganz genau brauche, die 955, weil die ja schon da waren. So, dann mal kurz den DAU. Also hier sieht man ja halt auch, von der Vola ist es wirklich überschaubar. Und was ich hier halt habe, sind jetzt auch nur die Linien aus dem Block. Da war halt ja entsprechend, das hatte ich ja auch bei den NFPs gesagt, da oben würde ich nicht mehr Long suchen, sondern würde Short suchen und auch im Wochenchart erklärt, jetzt ohne das nochmal komplett auseinander zu dröseln. Wer das sich angucken möchte, der Nelson ist bestimmt
so nett und stellt mal den Link vom Webinar rein. Dort habe ich das wirklich im Detail alles auseinandergenommen, warum ich da oben nicht mehr long gehen würde, sondern tatsächlich nach Short Ausschau halten würde. Und das hat ja auch jetzt erstmal gepasst. Bringt es natürlich jetzt heute auch nicht viel, aber nur mal generell, warum und wieso das Bild sich jetzt hier oben auch entsprechend ganz drehen kann. Was man jetzt halt hier sieht, auch gestern die 393, das war halt hier mein wichtiger Punkt über Nacht, hat irgendwie abgeprallt und das war halt die Bewegung von gestern. Einfach hier bis zur nächsten Linie. Die hier war auch schon da gestern, die noch nicht, die ist gestern entstanden. Das heißt, wir haben einmal eine AB-Bewegung und das war halt wirklich recht sauber, was der DAX hier, was der Dow hier gemacht hat und immerhin auch mit rund 160 Punkten da halt im Kern. So, steckt jetzt aber halt hier natürlich auch leider Gottes, so in der letzten, man weiß es noch nicht, ist es ein Hauch von der Abwärtsbewegung halt drin. Also hier wurde ja versucht, das Level bei 240 zu halten. Und letzten Endes war das halt auch der gleiche Ansatz wie immer. Einmal hier durchgelaufen, da gab es nicht wirklich einen Backtest hier unten in den Widerstandsbereichen, in den alten. Und deswegen kam da halt entsprechend halt auch die 240 zum Tragen. Und deswegen hat es jetzt hier auch erstmal reagiert und das ist soweit auch alles richtig an der Stelle. So, jetzt weiß man natürlich auch nicht, wird das nochmal eine Etage tiefer versucht oder laufen wir von hier nochmal in den Bereich da halt oben hin, nochmal zur 393 oder knapp drunter und kommen dann halt nochmal runter. Deswegen auch hier so ein bisschen Nirvana. So, jetzt sehe ich gerade, da sind wir nämlich jetzt gefilmt worden. Ja, ist jetzt genau das. Ist halt hier tatsächlich exakt an. Hier das Kassa-Gap zugemacht und das ist auch nicht wirklich gut. Also, weil das kann natürlich jetzt hier wegen dem Volumen und dieser ja, wegen halt der Liquidität kann es ja natürlich jetzt auch relativ stressfrei nochmal ein Stück weiter hochlaufen. Ich habe jetzt hier erstmal einen Stop von 10. Ich mache den jetzt erstmal ein bisschen größer und falls hier oben noch ein bisschen was kommt und ich schätze mal, da muss man dann halt ein bisschen anders mit umgehen an der Stelle und muss dann halt eher versuchen, das zu skalieren, weil es ist natürlich schon möglich, dass wir hier den Point of Control noch kriegen und auch den Pivotpunkt und das kann halt einfach passieren. Damit muss man halt hier so ein bisschen rechnen und vor allen Dingen jetzt haben wir halt möglicherweise, ich hoffe es nicht, ja, genau das Ding, dass wir jetzt uns natürlich hier festfressen können. Oder war das jetzt knapp? Das muss ich gerade mal gucken. 953, nee, also knapp drunter. Ne? So wie ich es eigentlich genauso, wie ich es haben wollte. Und jetzt halt mal gucken. Wir haben jetzt irgendwie die ersten paar Minuten sind jetzt gerade mal um. Noch nicht mal die erste 15-Minuten-Kerze. Wenn es jetzt gut läuft, laufen wir am Stück darunter zur Eröffnung. Und fallen nach unten durch. Wenn, ja, man kann jetzt natürlich aber auch hier sagen, ja, kommen die 10 Punkte nehme ich mit und das ist dann schon mal mein. Oder man baut jetzt wirklich drauf, dass man die ganze Bewegung hier halt bekommt. Das ist natürlich, da ist immer guter Rat teuer. Wenn ich mir die Kerze hier angucke, die ist schon ein bisschen arg lang geraten für das, was wir insgesamt an Wohle haben. Das heißt, sieht schon so ein bisschen aus, als wären hier einfach nur ein paar Stops wieder geflogen mit relativ geringem Volumen dann halt eben auch. Und wenn da nichts mehr nachkommt da oben, wenn da nicht tatsächlich nochmal Käufer kommen und dann wird die auch ganz runterfallen. Aber das kann ich natürlich auch nur so ein bisschen spekulativ von der Seite halt betrachten. Und mehr halt leider jetzt auch nicht, weil wenn einer kommt, dann wird er schlagartig kommen und dann stehen wir natürlich auch gleich wieder eine Etage höher. Aber gucken wir jetzt erstmal, ich glaube, die erste 15-Minuten-Kerze, die kann man sich schon mal hier antun und das Ganze mal ein bisschen beobachten. Also wer das halt auch so gemacht hat und irgendwie halt nur auf irgendwie, in Anführungszeichen, nur 10, 20 Punkte aus ist, der muss natürlich hier ganz klar auf den Knopf drücken. Also wir haben jetzt hier einen Fill bei 948. Und wie gesagt, es muss relativ zügig gehen. Am besten mit der ersten M15 zurück bis auf Anfang. Und dann hat das Ding auch eine Chance, dass wir mal zumindest das Tief hier nochmal testen. Dann brauchen wir auch gar nicht ganz da komplett runter. So, aber hier ist natürlich einiges an Argumenten für meinen Geschmack, wie gesagt, ein bisschen zu viel.
und ein bisschen zu offensichtlich, weil oft ist es eben auch so, wenn so viel zusammenkommt, wie jetzt zum Beispiel halt hier, wir haben hier eine FIBO, dann halt hier den Kassaschluss, den R2 haben wir hier auch noch, den haben wir noch gar nicht gesehen, dann noch ein Pivot und noch den Point of Control. Da ist der Markt dann auch oft so, dass er da gar nicht erst hingeht. Und weil da meistens dann eben auch zu viel an Verkaufsorders eben liegt, die überhaupt gar nicht bedient werden können. Und sieht man ganz oft, dann dreht es eben auch schon gerne mal gleich davor. So, nach 5 Minuten. Ich glaube, die kann man jetzt hier mal durchhalten erstmal. Natürlich jetzt hier auch so ein bisschen auf dem EMA 200 rum. Das finde ich natürlich auch immer ganz klasse. Und das sollte natürlich jetzt nicht lange halten, sondern sollte jetzt schon irgendwie möglichst demnächst mal reagieren, wenn da noch ein bisschen mehr passieren soll. Ansonsten wird es wohl eher so sein, dass die nächste 15 Minuten Kerze auch nochmal nach oben nachschiebt und wir dann halt hier ganz schnell auch wieder mit den Stundenkerzen zu tun haben. Und das kriegen wir natürlich hier im Webinar so nicht hin. Dann haben wir wieder eher den Effekt, den wir auch schon nicht nur einmal hatten, dass dann irgendwie kaum war das Webinar vorbei, dass sich dann das Bild nachher aufgelöst hat. Und kann man machen. Also ich muss ja jetzt nicht unbedingt während des Webinars hier die Position schließen, wäre natürlich aber schon mein favorisierter Ansatz, das natürlich auch so hinzukriegen. So, wir können jetzt mal gucken, ob hier noch ein neues Hoch kommt, beziehungsweise ob da noch was Nennenswertes kommt, besser gesagt, weil ein kleines neues Hoch wäre jetzt nicht das Problem. Die Frage ist halt, ob es noch arg viel wird oder ob das einfach nur da oben auch nochmal das Ausreizen vom Maximum da halt ist. So, und das, ne, das ist, könnte jetzt tatsächlich, also deswegen auch bitte nicht nachmachen. Es könnte wirklich jetzt halt sein, dass das die einzige Bewegung für den ganzen Tag halt ist, die wir hier haben. Und so war es halt gestern auch. Und deswegen, das heißt, wenn man das macht, klar kann ja jeder dann mal bitte aus eigenen Entscheidungsgründen heraus. Und dann muss man aber auch damit rechnen, dass man das Ding dann halt den Rest vom Tag sozusagen an der Backe hat. Und auch so schnell nicht mehr los wird. Und auch wenn man halt hier, ich habe jetzt halt hier vergleichsweise großen Stopp mit 20 Punkten, aber das kann trotzdem dauern bis heute Abend dann irgendwie um 22 Uhr, bis wir wieder da unten stehen. Damit muss man bei diesem Markt einfach wirklich rechnen. Und deswegen, ich hoffe jetzt mal, dass da jetzt halt zumindest mal in der ersten halben Stunde noch ein bisschen was kommt. Und eben genau das nicht funktioniert, genau das nicht passiert. Und dass wir das Ding hier dann möglichst halt als halt auch ins Target befördern können. Wenn nicht, wie gesagt, ich lasse den drin und kümmere mich dann im Zweifelsfall dann eben auch später drum. Es scheint gerade wieder schon so ein bisschen hier, schon wieder Stillstand, irgendwie eine Range von irgendwie 5 Punkten gerade. Aber trotzdem, erstmal passt es ja. Ist ja erstmal okay. So. Also, wenn irgendwelche Fragen sind, ich bin gerade nicht wirklich überfordert und kann ich natürlich gerne auch drauf eingehen. So, im DAO ist nichts passiert, den sehe ich hier auch nebenbei natürlich noch. Mal kurz mal gucken. Gar nichts, der steht halt auch leider Gottes mehr oder weniger komplett still, versucht sich hier unten so an der Value Area von gestern, hat hier kein neues Tief gemacht. Das heißt, der kann halt auch noch mal ein bisschen nach oben laufen, aber das heißt jetzt erstmal noch nicht wirklich viel, was er da jetzt macht, weil erstmal hängen wir halt hier auch in der letzten Abwärtsbewegung. Das hier ist ja ein Außenstab im Stundenchart. Da hängt er jetzt halt erstmal fest. Und da würde ich an der Stelle, sehe ich irgendwie keinen Handlungsbedarf. Da wäre eigentlich sinnig, wenn wir hier unten nochmal die 215 nochmal sehen. Das wäre dann zwar erstmal ein neues Tief gegenüber gestern, weil hier ist ja das Tagestief von gestern,
Aber das war natürlich auch ein massives Kauflevel. Und müsste eigentlich auch letzten Donnerstag gewesen sein, wurde einfach nur auch bei zur Kassaeröffnung einmal kurz drauf gedippt und dann entsprechend über 250 Punkte nach oben gelaufen ab da. Von daher, das ist natürlich schon interessant oder wäre interessant, wenn der Punkt halt nochmal kommt, um mal zu sehen, was dann halt dort dann passiert. So, jetzt sind die ersten 15 Minuten um. Und da stehen wir jetzt halt in der Gegend rum. Am Gap von gestern, beziehungsweise am Kassa Close von gestern. Und das Ding ist ja halt, ich habe ja vorhin gesagt, das ist eine Struktur aus dem 4-Stunden-Chart. Und diese 4-Stunden-Kerze, die endet halt um 12. Und das heißt, kann jetzt halt einfach dann tatsächlich schon mal bis 12 Uhr dauern, bis wir wieder da runterkommen. Und so, damit darf man rechnen. Und ich hatte ja auch gestern irgendwie noch in der Gruppe geschrieben, hatte ich ja irgendwie noch den Long hier unten schon gepostet. Und da hat man ja irgendwie gefragt, wie lange ist der gültig? Ich habe hier noch geschrieben, ja, bei der Wohler bis Donnerstag. Das ist noch nicht mal ausgeschlossen. Es war eigentlich nicht ernst gemeint. Aber gut, wie gesagt, ich wusste ja gestern auch nicht, dass wir so einen Albtraumtag im Hinblick auf die Wohler bekommen werden, wie wir ihn gestern hatten. Und ich meine, noch liegt er halt da, ne? Es ist halt noch nichts passiert. Und wie gesagt, 4-Stunden-Chart, das ist halt natürlich genau das Ding. So, und Dirk, ein Namensvetter fragt, wie machst du die Ziele des DAOs im Short fest auf? Also wie ich die bestimme, ist die Frage. Also der Ansatz ist ja halt immer der, ich suche mir halt einfach die Widerstände halt möglichst übergeordnet. Also ist im DAX und DAO ja eigentlich das Gleiche. Und das war hier oben, also da halt wirklich, wo ist immer, wirklich am besten mal das Webinar vom Freitag angucken. Da ist es ja halt doch im Detail erklärt, also wie ich halt auf den Widerstandsbereich hier oben komme. Und der kommt letzten Endes aus dem Tages- und Wochenchart. Und letzten Endes die Ziele. Ich meine, man braucht doch immer nur zu gucken im Chart, wo war das letzte Cluster? Und Cluster heißt ja nichts anderes als, da sind Käufer auf Verkäufer getroffen und haben sich halt hier in Anführungszeichen gezofft, bis der Fall erledigt war. Und das heißt, hier wurde einfach viel gehandelt, ja. Und dass die einfachste Herangehensweise ist, die wirklich von Cluster zu Cluster zu handeln. Das heißt, ich suche mir hier zum Beispiel, wenn ich im Stundenchart bin, gucke ich mir, wo ist der Widerstand auf Tagesebene oder Wochenebene. So, und rechne dann natürlich damit, dass das halt Vorrang hat vor der Stunde. Und wenn das halt funktioniert, dann gucke ich, wo war halt das letzte in der untergeordneten Ebene, nämlich hier im Stundenchart, wo war dort das letzte Cluster? So, und das war halt hier. Und viel mehr ist es eigentlich gar nicht vom Ansatz. Also klingt jetzt natürlich furchtbar unkompliziert, klar, steckt schon ein bisschen mehr dahinter, aber im Wesentlichen ist es das. Es wird immer dort gehandelt, wo gehandelt wurde. Und außer wir machen jetzt irgendwelche neuen ATHs und so weiter, gut, aber das ist dann halt auch nicht so wirklich meine Baustelle, sondern da warte ich dann auch erstmal ab, was dann halt passiert und wo sich dann halt ein Cluster bildet. Aber ansonsten, ich suche immer Clusterungen und weil dort weiß ich, dort treffen einfach die Käufer und Verkäufer wieder aufeinander und das kann ich ja letzten Endes dann auch ausnutzen. Und das heißt so genau, also haben wir jetzt die ganz genaue Bestimmung, wie gesagt, da steckt natürlich klar noch ein bisschen mehr dahinter. Das ist auch sicherlich nicht irgendwie in einer halben Stunde erklärt, aber halt im Wesentlichen ist es das halt aber. Und deswegen habe ich ja auch gesagt mit dem DAX, dass der halt, wenn man da jetzt halt short ist, kann ich ja nochmal, weil das Prinzip ist exakt das gleiche. Und wenn der jetzt zum Beispiel halt hier, um da nochmal halt auf den H4 zurückzukommen, ich muss mir hier das nächste Cluster suchen. Das heißt, wenn der jetzt hier anläuft, es kann sein, dass der die Struktur, dass die jetzt hier gebrochen ist im H4 mit den Außenstäben. Und dass das hier unten jetzt nur eine Zwischenstation ist. Also das wird wahrscheinlich sogar so sein. Und das heißt nämlich auch hier, wenn ich mir da das Short-Ziel suche, muss ich dahin gehen, wo die Käufer angefangen haben. Deswegen komme ich dann halt hier auch logischerweise auf mindestens
eine 11.700. Und also wenn man jetzt halt irgendwie das Ganze als Swing halt als sehen will. Man kann das aber auf den Minutenchart genauso runterbrechen. Und wenn ich das mal hier als Beispiel mache, hier im 5-Minuten-Chart, da wäre jetzt halt mein erstes Ziel, natürlich hier unten der Bereich, also die Eröffnung nicht deswegen, weil es die Eröffnung ist, sondern weil wir hier auch schon wieder halt Verkäufer, Käufer durchgesetzt und das letzte Cluster. Ja, nur hier natürlich dann halt wesentlich kleiner, jetzt nicht im Stundenchart, es gibt natürlich dann nicht die Riesenstrecke, aber der Ansatz wäre genau der gleiche. Und was natürlich halt schwierig ist, wenn man dann halt eine Ebene höher geht, wenn ich jetzt halt versuche, von hier auf entsprechend hier unten durchzukommen, dann brauche ich natürlich halt logischerweise auch eine Zeiteinheit höher. Und wenn ich das mal angucke, jetzt hier einfach mal im Stundenbereich, da macht es insofern Sinn und wo man dann halt auch drauf aufpassen muss. Wir haben halt hier, das ist dieses Cluster entsprechend hier im Stundenchart. Und was jetzt über Nacht halt gehandelt wurde, beziehungsweise gestern Abend. Und das war ein Support-Cluster. Ja? Das heißt also, hier hat immer wieder aufgesetzt, 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 beziehungsweise umgekehrt. Wir hatten hier oben immer wieder aufgesetzt. In dem Bereich sind hier runter aufgesetzt. So, und das hat immer wieder gehalten. Und dann wurde das verkauft. Und hier haben wir einfach nur das nächste kleine Support-Cluster. Das heißt, da hat er eigentlich schon den vorigen Support hier von unten getestet. Und da läuft er gerade hin zurück. Gleichzeitig haben aber auch hier die Stundenkerzen relativ lange gehalten und haben auch hier dann, auch wenn es nur über Nacht passiert ist, aber um hier mal eine Linie einzuzeichnen, haben wir natürlich hier eigentlich das gleiche Prinzip. Ja, also wir haben halt an der Stelle nochmal eine Stundenkerze, mit der das Ganze dann beendet wurde und fortgesetzt wurde. Und die läuft er jetzt hier gerade rein. Und das heißt, er kommt jetzt gerade noch nicht, erstmal noch nicht mal bis da oben an den letzten Support von gestern. Das wäre aber möglich, ja, weil natürlich, weil wir jetzt halt jetzt hier in einem Kassamarkt natürlich wiederum ein anderes Volumen haben, als jetzt zum Beispiel über Nacht. Von daher ist das jetzt hier vielleicht auch nicht so relevant, das bisschen, was da passiert ist. Deswegen habe ich ja auch gesagt, das kann natürlich auch noch mal bis hier oben hin, ja, weil kann gut sein, dass es hier einfach ignoriert wird und wir das halt noch auch noch mal genau von unten sehen müssen. Aber nichtsdestotrotz wäre halt hier einfach auch der Weg von Cluster zu Cluster. Und was ich ja eigentlich meinte, ist, wie kommt man vom 5-Stunden-Chart dann entsprechend auch noch vom 5-Minuten-Chart möglicherweise dann auch noch eine Etage tiefer. Das geht nur, wenn man dann halt hier das Bild aus dem Stundenchart mit einbezieht. Und da wäre es halt zum Beispiel wichtig, dass wir jetzt hier nicht unbedingt die Struktur, die wir jetzt hier haben, nämlich mit Außenstäben, die ab, genau mal gucken, ab dieser Kerze hier entstanden ist, dass die halt nicht gleich nochmal kaputt gemacht wird. Das heißt, da sollten wir, wenn man sich mal den Außenstab hier nimmt, wie gesagt, ist über Nacht, von daher mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und da sollte die Stunde bei 940 jetzt nicht unbedingt drüber schließen. Wenn sie das aber macht, dann kann man das wahrscheinlich vergessen. Und dann wird er sich hier oben einfach wieder festfahren. Und ansonsten passiert dann da nichts mehr. Das heißt, es wäre wichtig, dass wir hier um 10 Uhr dann auch wieder drunter stehen und wieder zurückkehren in diese Struktur mit den Außenstäben, mit den bärischen Außenstäben. Und dann haben wir halt ganz klar auch eine Chance, dass wir halt hier das fortsetzen und hier den nächstmöglichen Support testen, beziehungsweise überhaupt hier auch mal das Tagestief testen. Ohne wird es nicht funktionieren. Und das heißt, man muss in jedem Fall die Zeiteinheiten dann kombinieren. Ja, es gibt ja ganz viele Lehrmeinungen, die sagen, man darf Zeiteinheiten irgendwie nicht vermischen. Das ist natürlich, ich will nicht sagen Quatsch, ja, aber halt, ich halte es für nicht sinnvoll. Weil ich muss ja, ich stoße ja immer irgendwann auf die nächste Zeiteinheit. Das ist doch logisch. Also wenn ich hier im 5-Minuten-Chart irgendwas aufmache, wann soll ich die dann zumachen? Weil als nächstes kommt der 30 Minuten und danach schon die Stunde. Und wenn ich nicht gerade immer irgendwie um Punkt 5 Minuten nach oder so halt dann halt eine Position aufmache und nicht immer um. Und es ist ja nicht so, dass ich dann auch gleich wieder sofort die Position dann läuft und dass ich die dann dicht machen kann. Manchmal dauert es dann halt eine Stunde. Und logischerweise habe ich dann eine Überlappung und laufe dann eben auch eine andere Zeiteinheit rein. Und deswegen finde ich es halt,
auch wichtig, dass man das dann auch kombiniert. Also zumindest mal dann, wenn man ein bisschen weiter als irgendwie 5 Punkte halt kommen will, muss man natürlich auch gleichzeitig den Zeithorizont erweitern. Das heißt, man muss dann natürlich auch davon ausgehen, selbst wenn ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart was eröffne und dass die dann halt natürlich, muss auch die Bereitschaft dann logischerweise da sein, dass man auch ein paar Stundenkerzen dann auch durchhält, bis die Position dann entsprechend auch dicht gemacht werden kann. So, was haben wir jetzt? 25. Mal gucken, ob wir jetzt mit einer 30-Minuten-Kerze, da haben wir oft in letzter Zeit Impuls mit dem M30. Und dass da halt nochmal ein bisschen mehr passiert, das sind nur 4 Minuten. Mal gucken, ob der hier in unsere Richtung mitspielt. Was man natürlich jetzt halt hier auch sieht, also hier hatten wir auch die erste Reaktion. Klar, da ist jetzt der E mal 200 im M5, aber eben halt tatsächlich auch genau, ne, der Punkt hier, wo halt die letzte Kerze da nach unten war. Und von daher, man sieht ja, versucht darüber wegzukommen. Und dass der irgendwo erkannt wird, ist jetzt zumindest mal hier auch ersichtlich. Aber da muss man halt eventuell ein bisschen Geduld dann halt mitbringen. Das ist aber schon okay. Ja, im DAO war es wunderschön gestern, sagt der Waldemar. Ja, das stimmt. Das war gestern halt wirklich eigentlich total einfach. Hat zwar super lange gedauert, bis das Ding mal dann nach unten auch weitergelaufen ist, aber zum Schluss war es dann halt sauber. Nur leider heute nicht. Also vielleicht hatte der eine oder andere den DAO auch auf dem Schirm und da sieht man, da passiert halt irgendwie auch leider erstmal gar nichts. Und der klemmt halt erst auch mal fest. Da kann man vielleicht gleich mal gucken, was der M30 da halt von sich gibt. Ja, auch nicht viel. Also dann natürlich jetzt auch ausgerechnet hier an so einer Emma. Die findet er auch immer ganz spektakulär, der DAO. Und hängt sich da gerne mal dran auf. Aber ansonsten bei dem von der Struktur eigentlich das gleiche in Grün, nur eigentlich ist es hier tatsächlich dann auch schon wieder ein bisschen sauberer als im DAX, weil er hängt hier noch drin und nicht etwa drüber. Und das dürfte von der Uhrzeit auch das gleiche gewesen sein, diese Bewegung, sondern er hängt hier erstmal so weit in dieser Bewegung noch drin und turnt nicht da drauf rum und versucht, die schon wieder loszuwerden. Aber da halt, also man könnte, wenn man jetzt zum Beispiel halt den DAO scalpen will, was man machen kann bei sowas, das ist eine, mit dem man sich ja einfach die Eröffnung von der letzten Kerze dann halt anguckt. Wobei da natürlich eben wichtig ist, dass wir das Übergeordnete, also beziehungsweise dass der Kontext, nicht übergeordnet, sondern der Kontext, so nenne ich es ja, nämlich hier bärisch ist, also vom Außenstab. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man dann halt Abwärtsbewegungen hat, die im gleichen Kontext sind, sich hier dann die Eröffnung von der letzten Abwärtsbewegung dann halt schnappen und dort zum Beispiel halt Short gehen. Also sowas funktioniert schon mal ganz gut. Das sind wir hier in dem Bereich. Ich habe jetzt nur das X-Frame nicht drauf hier. 290, wobei der natürlich auch schon ziemlich tot gehandelt ist. Und das heißt, Trail ausmachen. Vom Prinzip her sind wir dann halt hier. Das ist auch genau der Point of Control wieder. Und auch der R1. So, das heißt, sowas kann er halt schon machen. Und da kommt man dann eigentlich recht oft gut rein in den Markt. Und weil dann hat man vor allen Dingen hat man auch eine klare Grenze. Das heißt, hier oben darf er dann nicht mehr wirklich drüber, wenn es halt aufgehen soll. Das heißt, also hier bei der 92, da muss dann eigentlich auch schon wieder Schluss sein. Und dann kann man zumindest recht oft dann von der Eröffnung bis zum Close dann halt ein paar Punkte dann mitnehmen. Das wären halt hier irgendwie 10 Punkte oder so. Aber es ist wie gesagt ein Scalping-Ansatz, für den ich jetzt hier wahrscheinlich nicht schnell genug bin, wenn ich gleichzeitig noch den DAX auf dem Schirm habe. So, was sagt der M30? Noch nichts. Turnt immer noch fleißig hier drauf rum.
gucken hier die letzten Highs. Das ist natürlich hier so der letzte Peak da oben hin. So, mal hier auf dem. Ja. Was man hier oder was mich hier so ein bisschen stört, also wie sagen wir jetzt rein vom Scalping halt ausgeht, das ist eigentlich so diese Kerze und das hat hier einfach so plopp, plopp in 2 Stunden und irgendwie so ohne Gegenwehr hier auch an einem alten Support von gestern. Das heißt, da sind wir halt hier eigentlich oben in dem Bereich. Die 305 müsste das sein. Ja, ganz genau. Und der Point of Control, das heißt, da könnte der schon nochmal irgendwie drüber schnippen kurz. Das heißt, sinniger wäre vermutlich, dann hier ein bisschen drüber reinzugehen, weil hier haben wir halt auch, und ich schiebe die mal ein bisschen höher, damit man sieht, hier haben wir halt auch ja von gestern, da ist er ewig auf der 300 rumgeturnt und immer wieder gekauft, gekauft, gekauft. Und dann ist die halt hier durchgeschleudert worden. Das ist genau diese Kerze. Und da ist jetzt der gleiche Ansatz, ne? Da fehlt halt einfach auch nochmal so ein Backtest. Und ob das jetzt genau bis zu 305 läuft, das würde aber schon Sinn machen, weil das ja hier die meisten Supports gestern waren. Und wenn man sich hier mal in der Linie mal reinzieht, versucht das mal irgendwo halt hier einzufangen an, beziehungsweise festzumachen an diversen Schlusskursen, beziehungsweise hier, wo die meisten gehandelt wurden, ja, da sind wir ziemlich genau in dem Bereich hier, also knapp über der 300, tatsächlich auch hier am EMA 200. Das würde schon Sinn machen. Da wäre da auch mal kurz drüber, also 303, kurz vom Proc, einmal kurz hin und dann wieder runter und dann zurück auf den Anfang von der Kerze auf die 282. Ich lasse sie mal hier liegen und gucken wir einfach mal, ob das kommt oder nicht. Also ist natürlich kein Garant dafür, dass die kommt, ist halt klar. Aber wenn sowas halt passiert, dann eine schnelle Bewegung und dann sieht man das schon nicht so selten, dass er einmal schnell hoch und dann halt wieder runter. Von daher ist es erstmal legitim. Ich lasse sie jetzt erstmal da oben an der Stelle liegen. Ich habe irgendwie Frosch im Hals heute Morgen. So, also, Entry gut, wie man sieht. Vola, reden wir nicht drüber. Aber umso wichtiger, ja, wenn man halt irgendwie dann an solchen Tagen da irgendwo was machen will, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als halt irgendwie versuchen, möglichst oben an der Position mit möglichst Wahrscheinlichkeit oder möglichst unten, weil sonst hat man da keinen Spaß. Also wenn da jetzt vorhin einer nur schon als Beispiel sagt, ja, ich gehe am EMA 200, gehe short, der verzweifelt ja jetzt schon. Ja, das war halt einfach der falsche Punkt. Und das weiß natürlich auch der Markt, beziehungsweise die anderen Händler, ja, und deswegen hängt der wahrscheinlich dann auch an der Stelle. Deswegen immer gucken, dass man halt irgendwie alles Mögliche damit ins Spiel bringt. Klar, ist natürlich auch kein Garant, ja. Aber hier die Nerven zu behalten, ist wesentlich einfacher, wie wenn man halt einen Punkt hat, wo er immer wieder genau an den Break-Even kommt, wo man sich fragt, was hat denn der Markt gegen mich, dass der immer nur genau bis zu meinem Break-Even läuft und kein Stück mehr weiter. Haben wir bestimmt alle schon mal irgendwie erlebt. So, und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich solche EMAs und so nicht gerne handle. Das ist ganz oft sieht man das. Da geht es dann einfach durch. So, und dann bleibt es dann stehen. Und dann kann man erstmal gucken, wie man klarkommt. Und das ist, ja, weil das sieht halt jeder, ne? Das ist halt immer das Problem. Weiß gar nicht, wie oft ich in diesem Webinar schon Problem, das Wort Problem verwendet habe. Aber es bot sich gerade irgendwie an. Also wenn es hier ein Problem gibt, dann heißt das Problem, glaube ich, eher momentan DAX. Ist aber auch kein Problem. Nee, das ist auch kein Problem.
Sage mal, unser deutscher Leitindex mit D. Das passt schon. Ja, ne? Hier laufen wir doch immer wieder 5, 6 Punkte ins Plus und dann wieder zurück. Aber gut, wir halten mal bis 10 Uhr durch und können Sie so lange noch ein paar Geschichten erzählen oder Nelson erzählt uns ein bisschen was. Mal passieren tut hier nichts. Erstmal tausche Problem mit Was? Aufgabe. Ja, Aufgabe. Ich weiß nicht, ob es eine Aufgabe ist, wenn man einen blöden Entry hat und wenn man es sich zur Aufgabe macht, die Nerven zu behalten, bis dann halt das Ding wirklich mal dahin läuft, wo es laufen soll. Das ist eher die Aufgabe für den DAX oder für die anderen Händler. Von daher, nein, ich bleibe bei Problemen an der Stelle. Das scheint mir irgendwie besser zu passen. So, wie sieht denn das Ganze zum Beispiel hier überhaupt in 15 Minuten aus oder in 30? Ja, da ist natürlich hier echt auch so, steht da oben irgendwie auf dem. Das ist das 8:30 Uhr hoch, das ist 8 Uhr hoch von der Kerze da halt rum, versucht jetzt auch drüber zu kommen. Ja, M15. Oh, da war auch wieder so ein Emma. Einer ist immer da, ne? Das ist halt das nächste Problem damit. Muss man nur lang genug hin und her klicken und irgendwann sagt man, ach, guck mal, der war's. Naja. Ist ja nur Wobei eine ich Frage. ja tatsächlich ja bei den letzten, bei den NFPs da am Freitag hatte ich ja auch Bezug genommen auf den EMA 200, allerdings im M30. Das ist aber ein anderes Phänomen. Also das sieht man wirklich oft, dass wenn halt irgendwie News kommen, 14:30, 15:30, wann auch immer, dass die dann gerne mal irgendwie den EMA 200 im 30-Minuten-Chart anlaufen. Keine Ahnung, warum das so ist, aber habe ich schon ganz oft beobachtet und war auch am Freitag bei den NFPs mit Gold ja wirklich auf Ansage genauso, wo ich gesagt habe, da ist der EMA 200, M30, wird gerne angelaufen. Dann kamen die NFPs und hat es plopp gemacht und dann stand er genau dort und ist dann dort abgeprallt. Aber ansonsten bin ich da immer eher ein bisschen zurückhaltend mit den Dingern. Also wenn man sie irgendwo in Kontext setzen kann mit irgendwas, das heißt also in Verbindung, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, da kann man den ja klar problemlos in Verbindung setzen hier mit den letzten Hochs. Gut, da kann man sagen, ja, siehst du, das war der EMA, ja, es waren vielleicht aber auch einfach nur die letzten Hochs. Und da bin ich immer sehr skeptisch, was es damit dann irgendwie auf sich hat. So, jetzt schweben wir natürlich hier genau, ne, auf dieser Linie rum, die ich da vorhin eingezeichnet habe. Das war ja klar, ich sollte keine Linien einzeichnen. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Das habe ich schon wieder Problem gesagt. Aber es ist tatsächlich so. Aber das liegt ja nicht daran, weil ich eine Linie einzeichne, sondern weil der Markt ja halt eben auch sich genau nach solchen Sachen ja auch richtet. Also mit dieser Struktur, mit Außenstäben, Kontext und so weiter. Ich meine, im H4 war es jetzt wieder unübersehbar. Und es ist jetzt auch unübersehbar, dass die Struktur hier zu Ende war und dass es dort jetzt plötzlich dann auch erstmal nicht mehr weitergeht, sondern wir jetzt, nachdem wir hier drunter stehen, auch prompt eine Reaktion haben, hier in die andere Richtung. Das heißt, ich weiß nicht, ob es Algos sind oder was auch immer dann dahinter steckt. Aber und infolgedessen im Stundenchart ist es ja nicht anders. Also wir haben halt hier eine Struktur und solange die nicht aufgeweicht wird hier und beziehungsweise das ist letzten Endes genau der Grenzpunkt von der Struktur, die wir hier haben. Deswegen reagiert es natürlich dann halt auch. Und hier wird man jetzt einfach herausfinden müssen, innerhalb der nächsten 20 Minuten, schließen wir jetzt da drunter oder schließen wir tatsächlich hier oben drin. Und von daher ändert sich auch nichts daran, was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir hier oben schließen, Haken dran, dann kann man das vergessen. Also dann glaube ich nicht, dass das heute noch Spaß machen wird,
den noch hier weiter da zu verfolgen, den Short. Also Entry, wie gesagt, ist zwar erstmal gut, aber sollte der wirklich auf die Idee kommen, auch nochmal hier drüber zu laufen, um Gottes Willen, dann lieber raus und irgendwas anderes machen. Vielleicht gibt es ja auch noch schönes Wetter heute, weiß es ja nicht. Aber ich glaube, das ist dann alles sinnvoller, als hier den Kollegen zu verfolgen und dem Nervenzusammenbruch stündlich näher zu kommen. Was sagt er? 938 ist das Tagestief von gestern. Ja, klar. Klar, das passt natürlich hier auch mit zusammen. Aber ob das jetzt dann hier relevant ist, weiß ich nicht. Also, weil dann hätte er direkt hier dran reagieren müssen. Also das kommt natürlich auch nochmal hinzu, ne? Dass halt hier wahrscheinlich irgendwie doch nochmal einige am Tagestief von gestern direkt mal geschortet haben. Und deswegen klebt ihr halt da oben. Ne? Und es ist einfach auch im Markt nichts los. Da ist halt kein Volumen dahinter. Der Johann hat noch gefragt, ob du die bei Limit Order als Reverse Order jetzt einstellen würdest. Ach so, da unten kommt ja doch im Leben nicht hin. Brauche ich mir gar keine Gedanken drum zu machen. Aber prinzipiell hat er natürlich recht, klar. Also sollte man natürlich jetzt hier umstellen. Also, aber natürlich auch nur, ne, wenn man jetzt, weil ich würde den ansonsten eigentlich nicht mehr unbedingt gerne long handeln, da unten, wenn wir jetzt da runterkommen. Wenn wir kommen sollten, ja. Aber halt hier für ein Exit und für eine kurze Drehung ist das okay. Aber jetzt, wenn wir oben anfangen und dann runterlaufen, da bin ich nicht mehr so ein Freund davon, sondern da würde ich dann schon eher gucken, wo haben wir nochmal einen Rücklauf nach oben, will dann eher nochmal Short da reingehen, als jetzt unten irgendwie zu sagen, ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall long. Also da ist ein Support. Nein, weil wir haben halt hier mit dem, was ich halt erklärt habe, im H4, das ist getriggert, ja. Dass wir da halt jetzt erstmal eine Runde drehen und jetzt anfangen zu korrigieren. Und also zumindest mal nach meinem Dafürhalten. Und deswegen, wenn der denn jetzt anfängt, neue Tiefs zu machen, weiß ich noch nicht, ob das so eine gute Idee ist, da halt nochmal irgendwo tatsächlich auf Long zu bauen und dann zu sagen, ja, wir laufen nochmal sowieso von da nochmal da hoch und der macht das bestimmt und so. Das sind immer genau die Dinge, wenn man sagt, ja, der macht jetzt bestimmt das, dann macht er genau das ja eben nicht. Das ist ja normal. So, hier im Dow sehe ich übrigens gerade am Rande. Ist noch ein bisschen hoch, wo ich ja vorhin gemeint habe. Ne? Hier die Eröffnung von der Kerze. Gucken wir mal hin. Ne? Ist exakt hingelaufen jetzt. Exakt an der Stelle. Und prompt genau reagiert. Aber wie gesagt, der kann hier ein bisschen drüber, aber nichtsdestotrotz ist es ein Scalping-Ansatz. Ne? Und das wären halt hier jetzt auch schon nochmal irgendwie 5 Punkte gewesen, also 4 Punkte netto, wenn man den Spread da halt abzieht. Aber es ist natürlich eine ganz enge Geschichte. Das heißt, da wirklich rein raus irgendwie 5, 6 Punkte. Und außer, wie gesagt, also eigentlich müsste der schon nochmal bis hierher laufen. Weiß ich jetzt nicht, hat er das schon gemacht? Auf die 280, das war die Eröffnung. Kann man mal gucken hier, was da passiert ist. Da oben war er hin und kam dann hier runter. Ja, hat exakt funktioniert. Ne? Also von dem Hoch hier von der 290 bis auf die Eröffnung von der Stundenkerze bei 280. Das ist genau die Bewegung. Das ist ein relativ einfacher Scalping-Ansatz, der hier auch funktioniert hat gerade. Aber das nur am Rande. So, wer so sagt, hat viel vor, heißt es immer. Es sind ja noch ganz viele da, das finde ich natürlich super. Ein paar sind schon gegangen, die sind zu ungeduldig für diesen Markt. Aber da muss man auch kerngesund sein. Bei so einem Markt, alles andere hilft da nichts. So, einmal hochsprintet, jetzt kannst du runter. Ist gut jetzt. Ich wäre jetzt mal dafür, so langsam.
Ansonsten muss ich den hier tatsächlich hier gleich noch zumachen. Ja, wieder sehr zäh das Ganze. Bitte? Wieder sehr zäh das Ganze. Ja, schon normal, ne? Wenn wir Webinar machen mit dem DAX. Das ist ja. Ach ja. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut, wie das so sein wird. Aber es ist natürlich auch der Ehrgeiz, der halt hier immer so ein bisschen mitspielt. Ich will ja natürlich auch logischerweise, auch wenn ich immer das Gegenteil sage, ich sage irgendwie, ich versuche das nächste Mal einfach nur ein paar Punkte mitzunehmen. Das hätte ich hier schon ein paar Mal machen können. Ich will natürlich halt in so einer Geschichte nach Möglichkeit jetzt nicht nur irgendwie den Markt analysieren, sondern dann vielleicht auch wirklich eine Position dann auch erwischen, auch wenn die dann ein bisschen länger dauert, ja, die man aber dann auch drin lassen kann. Und wo man jetzt eben nicht unbedingt dann halt um 10 Uhr dringend auf den Knopf drücken muss, und sondern vielleicht kommt die ja auch mal ein bisschen weiter. Und die Chance haben wir hier ja halt nun mal. Und ist natürlich dann ärgerlich oder sieht doof aus oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, wenn ich dann halt irgendwie hier jetzt dann erstmal mit einem Verlust rausgehe oder wie auch immer, ja. Aber im Endeffekt ist es ja halt klar, auf der einen Seite geht es darum, in so einem Webinar, ja, dass man halt irgendwie da halt möglichst Live-Trading und dann halt Punkte mitnimmt. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, eben nicht nur zu analysieren, sondern auch zu zeigen, wie kann man das handeln. So, und da, wenn ich das aber dann halt nicht in der Stunde auflösen kann, dann liegt das ja nicht daran, weil ich unbedingt einen Fehler gemacht habe, sondern weil der Markt dann halt eben nicht die Geschwindigkeit hat, die es dann halt dazu braucht. So, das macht das Ganze ja nicht unbedingt schlechter. Und ist natürlich, der Ingo schreibt ätzend mit 10 E. Und ist ja dann nicht unbedingt halt schlechter, ja, sondern ich versuche halt auch nur mal ein bisschen, halt eben nicht nur theoretisch halt hier unterwegs zu sein, sondern auch zu zeigen, wie man das machen kann. Und nicht nur reden, sondern auch eben auch tun. Ingo, wo willst du denn hin mit deinem Trade, wenn du schreibst hier? Ingolf, Entschuldigung. Ingo sage ich schon. Ist der Norbert eigentlich auch da? Der ist bestimmt wieder long. Was ja auch nicht ganz abwegig ist. Ach, da ist er, ja, genau. Ja, genau. Seht ihr noch? Der Ingolf will runter, das ist gut. Du bist überstimmt, lieber Norbert. Wir wollen runter, wir wollen nicht schon wieder hoch. Wir sind froh, wenn wir da oben irgendwann mal weg sind. Das kann doch keiner mehr sehen. Das kann doch echt keiner mehr sehen hier oben. Ich meine nicht, dass ich dem DAX nicht gönne, dass er auch mal, dass er irgendwie auch weitaus höher kann, aber man kann doch auch mal irgendwie mal ein bisschen Luft holen, mal irgendwo einen vernünftigen Support irgendwie austesten. Also da fehlt mir manchmal auch so das, ich will nicht sagen, doch Verständnis ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich erkenne den Sinn dann halt irgendwie nicht, warum dann halt irgendwie oder wie, warum das so ist. Ja, da bin ich nicht dahinter gestiegen, dass immer, wenn so ein Ding mal halt irgendwie gestiegen ist, ist das dann immer ewig klebt, ja, bis dann halt dann auch mal noch mal, dass ein paar Punkte rückwärts geht. Das finde ich einfach immer nur anstrengend und auch irgendwie unnötig, weil es macht es doch sowieso, ja, früher oder später. Und dann kann man auch irgendwie gleich dann sagen, gut, so reicht jetzt erstmal, weg damit und wir kaufen uns tiefer nochmal ein. Wo willst du denn hin, Norbert? Ich schätze mal, du bist ja mit der NG-Range da auch am Start. Ich muss hier immer zwischendurch mal was trinken, deswegen bin ich ab und zu mal hier stumm geschaltet. Es ist also nicht so, dass ich nicht mit euch reden will, sondern hat einen ganz praktischen, profanen Ansatz. Meine Herren, das ist wieder unglaublich hier. Einmal hoch und dann nie wieder bewegt. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Ja, immerhin hat er die 955 nicht ganz erreicht. Das ist schon, eigentlich ist das gut. Soll aber dann auch dabei bleiben, wenn es gut bleiben soll.
Wir hatten das über Nacht hier oben und das ist, mehr braucht man da nicht. Wir müssen das nicht nochmal genau oben austesten. Weil das artet dann auch gleich wieder aus und ja, vielleicht geht es ja doch noch höher. Und was heißt NG-Range? NG-Range, das ist eine, NG steht für Norbert Günther und er hat uns hier in der Gruppe einen Trading-Ansatz reingebracht, der nach einer anderen Open-Range-Vorgehensweise funktioniert als dass die üblichen Open-Range-Breakouts. Und dazu gehören halt diverse FIBO-Levels und auch eine andere Uhrzeit. Und dafür hat der Norbert sein eigenes Add-on quasi erhalten. Und das heißt eben NG-Range. Und wenn es DeroTrader hat, kann das installieren über Community. Ja, also das heißt, kann ich mal kurz zeigen, wenn man halt hier über den Installation Manager dann halt geht und ja, ich muss jetzt hier nur umstellen und dann gibt es hier einen Bereich, der heißt Community Projects. Und wenn man das installiert und dann hat man das NG-Range Add-on. Aber wie das genau anzuwenden ist, das muss der Norbert erklären, was er auch immer wieder gerne macht in der Gruppe. Und ich hatte ja schon mal gesagt, der Norbert soll mal ein Webinar dazu machen, aber irgendwie weigert er sich. Er traut sich bestimmt nicht, mit dem Kölner zusammen als Düsseldorfer hier ein Live-Webinar zu machen. Ne, Norbert? So. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Was würdest du gerne sehen auf der Oberseite? Aha, der Norbert meint, seine Stimme ist nicht so erotisch wie meine. Das ist natürlich ein Argument, das kann ich natürlich auch verstehen. Das ist ja nachvollziehbar. Das ist wenigstens mal ein vernünftiger Grund. Er lacht sogar in den Eltern. Ja. So, Mensch. DAX, komm schon, mach das Ding hier unter der Linie zu und dann ist gut. Noch 8 Minuten. Ich gerate hier schon in den Faselmodus. Aber was soll ich auch machen hier bei der Bewegung hier mit 8 Punkten rauf und runter? Aber immerhin auch immer wieder 8 Punkte runter. Ist ja doch schon ein Fortschritt. Jeder mag seine Stimme nicht. Der Lutz. Ich glaube, wenn ich nichts erzähle, ist still, ne? Habe ich das Gefühl. Aber es gibt leider auch nicht wirklich viel dazu zu sagen. Also. An der Stelle, ich will nicht sagen, sorry an diejenigen, die hier vielleicht zum ersten Mal dabei sind, aber was soll man zu so einem Markt sagen, ne? Ich meine, es ist ja halt auch alles erklärt und letzten Endes kann man dann halt nicht mehr machen als abwarten. Und warum ich jetzt hier die Stunde abwarte, das kann ich natürlich auch ganz einfach erklären, weil halt nach meiner Beobachtung ist es halt einfach so, dass wir immer zum Anfang und zum Ende der Stunde die größte Bewegung haben und also das höchste Volumen. Und egal, ob es jetzt vorhin 9 Uhr war, ja, wo dann halt die Kasse aufgemacht hat, oder ob es jetzt mit dem Ende der Stunde ist, aber zum Ende der Stunde löst sich das Bild dann meistens auch erst auf. Und deswegen kann es natürlich halt auch hier ganz klar auch passieren, dass wir innerhalb von mit 2 Minuten Kerzen das ganze Ding einfach nochmal nach unten kippen und alles, was wir hier haben im Stundenchart jetzt in dieser letzten Kerze, ist nichts anderes als ein Platzhalter. Ein Platzhalter für das, was nachher da sein wird. Weil ich weiß ja nicht, wie das Ding enden wird. Wird die so enden? Ich glaube es nicht. Ja? Also entweder gehen wir wirklich nochmal da hoch auf die 955 und dann zieht sich das Ganze tatsächlich bis 12 Uhr hin. Oder aber wir kriegen hier wirklich noch eine schwarze Kerze. Also beziehungsweise eine rote oder wie auch immer man das eingefärbt hat.
Und zusätzlich zum Schluss einfach nur hier oben ein langer Dochter hängt. Wäre mir natürlich das Liebste. Das ist ja das, worauf ich baue. Und wenn das natürlich passiert, das ist dann wieder so die Stelle, wo alle sagen, hä, was denn jetzt passiert? Und das dann halt einfach nur dann zum Schluss eben entsprechend die letzte Order dann halt reingegeben worden von jemand, der dann halt irgendwie dann halt nach diesen Stundenkerzen oder im Stundentakt eben dann halt handelt. Und mal angenommen, hier ist jetzt ein Teilnehmer, ja, ein größerer, und der kloppt ja nicht sofort runter, sondern der will ja natürlich dann halt auch so teuer wie möglich das Ganze halt verkaufen. Und oft ist es so, dass da ja halt wir am Ende der Stunde die größeren Positionen haben, beziehungsweise die größeren Bewegungen, macht es natürlich dann auch Sinn, ja, das immer erst kurz vorher zu machen und dann halt eben auch nur stündlich zu agieren, weil man halt einfach zum Ende der Stunde hin auch die meisten Abnehmer hat. Das heißt, der Käufer hier oder wenn hier ein Verkäufer überhaupt ist, ich meine, da oben saß zumindest mal einer und wenn der halt aktiv ist, der braucht ja auch Käufer, weil nutzt ja nichts, wenn er irgendwie halt sagt, okay, ich tue alles raus. Es müssen natürlich auch genug da sein, die sagen, nee, der geht hoch, ich kaufe hier, weil ich sehe doch, das hält doch hier, wird immer wieder gekauft, also kaufe ich doch da auch weiter. So, und wenn dann aber eine Position kommt, die größer ist, als die anderen und dann klatscht er halt einfach hier unten auch durch und derjenige, welcher hat dann natürlich einfach einen sehr guten Einstiegskurs. Und weil wir sind ja hier nicht im Panikmodus oder so, wo es jetzt unbedingt da nach unten alles panisch sofort irgendwie raus muss, sondern es hat halt Zeit. Leider, ja. Also wenn man im Daytrading halt ist oder dann halt eben so eine Stundenkerze fertig machen will und dann ist es natürlich anstrengend. Aber das macht halt Sinn und das ist halt eben genau das, was dann auch dahinter steckt. Das sieht man selbst in den kleinen Timeframes, 5 Minuten, Dow zum Beispiel auch immer wieder sehr gut. Der tingelt da halt irgendwie bis auf die letzten Sekunden da halt irgendwo rum und dann macht es einmal plupp und da sieht die Kerze ganz anders aus als die 4 Minuten und 50 Sekunden davor. Und aus dem gleichen Grund, ja, wenn da halt ein Algorithmus halt dahinter ist, der eine Position abarbeitet und wenn der dann zum Beispiel halt auf 5 Minuten eingestellt ist. Und klar, der macht es natürlich dann halt logischerweise am Ende, weil er natürlich auch versuchen muss, so gut wie möglich da halt sich im Markt halt zu platzieren. Das ist das ganze Geheimnis halt dahinter. Und deswegen warte ich halt auch immer am liebsten ab, bis eine Stunde rum ist. Weil wenn wir dort natürlich dann auch alle zusammen haben, das heißt also, mal angenommen, hier ist jemand im 10-Minuten-Takt unterwegs, im 6-Minuten-Takt, im 15, 30 und Stunde. Die kommen alle zur vollen Stunde zusammen. Und deswegen passiert dann auch meistens ein bisschen mehr. Das ist der Grund. So, dann schauen wir mal, was jetzt noch passiert. 1,5 Minuten haben wir noch. Ich meine, zu machen ist das, ja, das ist kein Problem. Das sind hier irgendwie, das sind 10 Punkte bis darunter. Das ist eigentlich eine Affäre von 1 Minute. Mehr muss das halt gar nicht sein. Und von daher eigentlich gar kein Thema im normalen Handel, ja. Bei der Wohler ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Wenn das Webinar vorbei ist, dann geht die Bewegung erst los, wie immer. Ja, ist normal. Das ist normal. So, wie man sieht, versucht hier drunter zu schließen. Auf den letzten Drücker, klar. Aber ich habe es ja auch gerade, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und sollte er das jetzt noch machen, noch jetzt in den paar Sekunden, ich meine, warum nicht? Und dann wäre natürlich ein schönes Beispiel wie aus dem Bilderbuch. Aber zumindest, also wichtig ist erstmal, dass wir jetzt hier drunter schließen und nicht etwa drauf oder irgendwie darüber. Das ist alles, worum es jetzt hier erstmal geht. Und für den Rest kann er sich Zeit lassen, so viel er will, eigentlich so. Das ist jetzt hier erstmal passiert. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nochmal eine kurze Reaktion. Und
gucken, bis wohin wir dann halt. Ach, ja, genau, direkt erstmal nochmal hoch. Aber es ist okay. So, und eigentlich sollte jetzt dann auch als nächstes, wobei das natürlich jetzt auch leider Gottes ein bisschen dauern kann, aber dann halt hier die Öffnung mal getestet werden. Also, das hier hat auf jeden Fall gepasst und infolgedessen war es auch erstmal gut, hier die Stunde abzuwarten, weil, wie man gesehen hat, das war schon entscheidend und es sieht auch so aus, als wäre da halt einer von diesen Algos dann halt dahinter. Und die dann halt wirklich hier auch nach dem Kontext hier im Stundenchart halt gehen. Und das heißt, eigentlich müssten wir hier, wenn das der Kontext ist, der hier auch erkannt wurde, sollten wir zumindest mal die 918 sehen. Das heißt, da in dem Bereich, ne, da sollte es eigentlich hoppla, schon mal hinlaufen. Hier fragt jetzt einer, wann ziehst du den Stop nach? Ist immer so eine gern gestellte Frage. Das macht hier keinen Sinn, finde ich. Also, weil ich kann einen Stop immer nur dann nachziehen, wenn ich halt irgendwie eine Struktur habe, wonach ich den Stop überhaupt ziehen kann. Und das Einzige, was ich jetzt hier habe bisher, das ist halt eine 5-Minuten-Kerze, die den letzten Außenstab eliminiert hat. War das überhaupt einer da oben? Nee, noch nicht mal. Ne? Das hier ist der einzige Außenstab, wie ich das sehe, den wir heute überhaupt haben. Mir ist noch gar nicht passiert. Und ich kann hier keinen Stop nachziehen. Also wenn man jetzt hier sagen will, ja, ich sichere das ab, das funktioniert nicht. Es wird niemals funktionieren. Wenn ich das absichern will, dann muss ich glattstellen. Weil hier oben, das ist ja alles nichts. Ja? Das ist ja einfach nur ein Testen hier von dem Bereich. Aber wir haben ja hier keine Welle, kein Nichts, kein gar nichts. Und ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, zumindest mal, wenn man jetzt halt irgendwie die ganze Bewegung halt überhaupt im Plan hat, ja, das halt hier den Stop nachziehen. Das, also es ist immer ganz schwer, das halt irgendwo pauschal zu formulieren. Das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Vielleicht sagt ja der eine oder andere, ey, ich bin jetzt hier irgendwie, war schon 10 Punkte im Plus, da will ich nicht nochmal mit Minus raus. Nachvollziehbar, ja. Es ist halt nur so, dass es dem Markt einfach völlig wurscht ist, dass jetzt da mein Stop ist. Das ist dem halt egal. Und auch den Algos und weiß nicht, was da alles jetzt dahinter liegt, denen ist es halt egal. Und wenn ich diese Idee habe, von da nach da zu laufen oder jetzt eigentlich da unten auf die 902, da kann ich hier noch keinen Stop nachziehen. Der Stop sitzt da, wo er gut hier jetzt vielleicht ein bisschen hoch. Man könnte ihn jetzt natürlich hier mal ein Stück weit runter bewegen, weil eigentlich brauchen wir nicht noch ein neues Tageshoch. Nicht unbedingt. So, auf der anderen Seite, wenn man das aber wie eine Wellen ausdröselt, deswegen lag der auch da oben, dann haben wir hier natürlich, von da nach da ist viel zu viel, aber mal gucken, das sind hier die letzten Hochs. Ne? Und wir sind einfach gelaufen hier von 950 bis 970. Und deswegen ist das auch nicht falsch, wenn der Stop da liegt, wo ich ihn halt liegen hatte. Und der liegt ja nicht einfach mal so oder nur so ein bisschen höher, sondern das passt ja schon. Das ist hier nochmal das letzte Hoch, weil das hier ist natürlich jetzt auch wiederum schon sehr offensichtlich. Das kann natürlich jetzt einfach passieren, dass auch wenn der jetzt hier drunter geschlossen hat, dass wir trotzdem nochmal ein kleines neues Hoch kriegen. Weil wenn jetzt hier jemand short ist, wo liegt der Stop? Ja, hier. Logischerweise. Das ist natürlich verlockend. Und wenn er halt irgendeiner Lust hat und das nötige Volumen, dann geht er die mal fischen und kommt dann wieder runter. Und damit muss man dann halt rechnen. Deswegen nicht dann irgendwie pauschal irgendwo ins Nirvana legen, sondern hier wäre halt, wie ich es gerade gezeigt habe, hier nochmal so die letzte. Sieht man jetzt nicht gut, aber im Stundenchart ist aber so, dass wir da gelaufen sind, eben von 950 bis irgendwie ja, hier knapp unter die 970. Sollte man dann schon irgendwo einrechnen. Und weil ansonsten macht hier Nachziehen keinen Sinn. Ab wann es Sinn machen würde, das wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel halt jetzt hier mal den ersten Außenstab überhaupt mal wegkriegen. Ja? Also wenn wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart hier unten drunter schließen, also unter der Eröffnung und damit zumindest den mal weg haben, dann kann man den Stop auf alle Fälle mal hier über den letzten Außenstab, also dann kann man ihn wirklich auch ein Stück näher ranziehen. Und dann macht es halt auch Sinn. Weil dann wäre das ansonsten Chaos, weil einmal hier
nach unten weg und dann wieder nach oben, das wäre halt Quatsch. Und wenn der Markt so läuft, dann muss man da nicht unbedingt dabei sein. Okay, gut. Also ich lasse das Ding jetzt drin und werde es natürlich jetzt hier nicht mehr ganz zu Ende führen. Aber der Ansatz ist für meine Begriffe richtig, auch wenn wir jetzt hier in den H4 rutschen, aber es ist schon okay. Und wäre natürlich wichtig, dass der H4 dann halt auch weiterhin unter der 955 schließt, also unter dem Punkt hier. Und dann ist da eigentlich alles soweit in Ordnung. Und dann kann der halt, man kann von dort aus möglicherweise tatsächlich bis zu 840 runter handeln. Und aber braucht man natürlich auch Geduld. Aber hier so ein neues Tief sollte dann eigentlich schon drin sein. Wie gesagt, aber wenn er über 955 schließt, dann eher nicht mehr. So, Dow gucke ich auch noch mal ganz kurz. Ist nichts passiert. Ne? Also hat hier einfach auch nur ein Doji gemacht und das war es dann halt. Und von daher, schade, den hätte ich gerne gemacht heute als Alternative zum DAX, aber passierte leider auch nichts. Wie dem auch sei, es ist ja nicht immer so, sondern es gibt ja auch Tage, wo es mal irgendwo anders ist. Und von daher alles gut. Wir bleiben dran, bleiben dabei und sehen es ja ohnehin sicherlich in Kürze wieder hier im nächsten Webinar. Und dann können wir alle irgendwie mal um 8:45 Uhr eine Kerze anzünden und dafür beten, dass der DAX sich mal ein bisschen mehr Ein bewegt. Tag vorher schon. Ja, bis am Tag vorher, genau. Und den DAX mal alle zusammen beschwören, dass wir hier ein bisschen mehr Wohler bekommen. Aber okay, ich meine, ich habe es ja auch gesagt, ich habe es ja auch kommen sehen, ich wusste ja auch, worauf ich mich hier einlasse. Von daher ist das soweit alles okay, das passt schon. Alright, gut. So, dann bedanke ich mich an der Stelle. Und hier fürs Dabeisein hat ja Spaß gemacht, auch wenn es mir ein bisschen gegruselt hat vor heute Morgen. Und aber war ja dann nicht ganz so schlimm. Wir sind ja zumindest hier angelaufen. Aber das ist schon okay. Wie gesagt, beim nächsten Mal kann es auch schon wieder alles ganz anders aussehen. Also an der Stelle, danke euch fürs Dabeisein und Dankeschön an den Nelson und an FX Flat hier für das Webinar. Und der Nelson möchte sich bestimmt auch nur verabschieden. Also von daher, jeder, der ein bisschen höflich ist, bleibt es natürlich dabei, bis auf den Nelson Tschüss gesagt hat. Und, aber ich bin an der Stelle dann schon mal raus. So, Nelson, du darfst. Ja, vielen Dank, Dirk, dass ich das Schlusswort haben darf. Natürlich ein Dankeschön für das Webinar heute. Was die Märkte machen, ist eine Sache, aber das Webinar war auch sehr interessant. Wie immer hast du auch die Feedbacks hier im Chat, die das bestätigen. Hat mich auch wieder sehr gefreut, dass ja so zahlreich wieder Teilnehmer dabei waren. Und es geht ja auch nächste Woche wieder weiter mit uns, Dirk. Und zwar haben wir da Helpdesk, Stereo Aha. Trader. Und ja, ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich. Und hoffentlich dann bis nächste Woche. Also, tschüss zusammen. Tschüss.